Wir sind jetzt auf dem Weg nach Stolberg. Stefan war schon mal hier, hab gesehen, war ein Foto mit einer Ninja H2 drauf und ist ihm so als richtig schöne Altstadt in Erinnerung geblieben. Habe ich jetzt bei mir in die Tour. Wir sind jetzt wieder auf meiner eigentlichen Tour, weil es sieht aus, als wenn wir mit dem Wetter Glück haben könnten. Ja, nur mit den Strecken leider nicht. Da werden wir jetzt einen kleinen Abstecher nach Stolberg machen, um uns mal noch Eis, ne, und mal ein paar Fotos und gucken wir mal. Dementsprechend fahren wir drei hier noch ein kleines Stück und dann sehen wir uns gleich irgendwo anders, wahrscheinlich in Stolberg, wieder. So Leute, das Tor nach Stolberg. Ja, mal gucken. Ich habe keinen Schimmer, ob wir hier irgendwas finden. Ich winke jetzt auch gleich den Stefan mal vor. Der soll jetzt mal uns hier zur nächsten Eisdiele geleiten. Wo ist denn der Stefan? Ja, das ist Altstadt. Das würde ich mal nennen so. Ne? Das sieht so aus. Das sieht schon geil aus. Ne? Hier, bei dem Wetter lässt man sich das doch super gerne gefallen. Ne? Kopfsteinpflaster, schön trocken. Ist es mir am liebsten. Und oh, da oben ist ein Schloss, würde ich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass Stefan da hin will. Ja, hier wäre schon mal eine Eisdiele, noch eine. Also wir finden hier mit Sicherheit was. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ach, guck mal hier, wie cool. Da kannst du durch den Kirchturm durch. Ja, wie geil ist das denn? Ne? Und da vorne kann man sitzen. Hier kann man überall sitzen und machen. Und jo, der Stefan will da durch. Meine Spiegel, ich glaube nicht, dass ich da durchpasse. Das probiere ich nicht aus. Hier, wie cool. Da oben wird auch renoviert, umgebaut. Naja, wir checken jetzt mal hier die Lage. Ja, wir checken. Jo, läuft. Kamera läuft auch. So, Flucht. Wir haben jetzt hier in dem schönen Örtchen ja lecker was gegessen, mal was getrunken, mal ein bisschen rumgechillt, ja, Fotos gemacht. Ihr könnt jetzt sehen, Wetter vorher, Wetter nachher. Was geht denn hier ab, Leute? Es ist ein bisschen schwül geworden, aber theoretisch müssten wir dem Schlechtwetter gerade so ein bisschen davonfahren. Ja? Also die Hoffnung ist auf jeden Fall da und die stirbt zuletzt. Ja, gucken wir, was da kommt. Ah, es regnet schon, ich habe schon was gemerkt. Die Tropfen sind da. Naja, wir sind ausgestattet, wir sind gerüstet für so ein Problem, wollen uns aber die gelbe Haut jetzt erstmal noch so ein bisschen ersparen, würde ich sagen. Und wir fahren natürlich jetzt erstmal voll rein irgendwie. Der Stefan hat eben schon Blitze gesehen, ey. Verdammt, ey. Hier, es wird und bleibt spannend. Mein Mädchen wird dreckig. Verdammt! Auch meine Kamera könnte nass werden, meine Objektive. Daneben, scheiße, Mann! Hakuna Matata. Ey, das muss doch gleich aufhören. Da vorne ist blau, ich sehe es. Ich kann fast hingreifen. Nee. Oh, ja, aber voll in die Walachei. Ich hätte mich lieber irgendwo untergestellt. Und jetzt ziehen wir uns schnell um. Oh Mann, Leute, da hätte ich jetzt gerne drauf verzichtet, ey. Aber Leute, ich muss jetzt die GoPro... Ein Stück vor, fahr mal ein Stück vor. Ich bin ja ein Runner vom Moped. Ich muss jetzt leider die GoPro ausmachen. Und meinen Tankrucksack und mein Handy. Oh Mann, Kacke. So, ich nehme euch hier auf. Das ist wichtig. Ja, genau. So. Ah, oh, nee, mir läuft schon in die Stiefel. Leute, ich verpiss mich jetzt irgendwo unter den Baum, ey. Ich gehe jetzt hier irgendwo ein bisschen. Oh. Ach, was ein Scheiß, ja. Irgendwie bringt das nichts hier, Leute. Ich sag's euch, könnt ihr stehen bleiben, ey. Scheiße. Ihr könnt da stehen bleiben. So, erstmal die Kamera.
Dann ich. Oh, ich werde total nass, ich merk's. Ja, ich merk das auch schon. Ich muss aus dem Helm. Bis gleich. So, Kamera ist safe. Oh, mir läuft es schon runter. Oh, ist das kalt, Alter. Wir hätten uns doch eben anziehen müssen. Der war noch... Oh, Mann, ey. Ey, das Ding habe ich mir eigentlich nicht zum Anziehen gekauft, ne? Und jetzt mit den Matschschuhen hier rein. Oh, super Idee. Das auch noch, ja. Jetzt passt doch mein Stiefel nicht durch. Ich hatte das doch schon mal ausprobiert, Heim. Oh, fuck. Ach, scheiße, ich brauche einen Stuhl. Wo ist der Stuhl, wenn man den braucht? Ich sag euch, ich hab das Ding gleich an und dann hört's auf. Ich hab immer noch meine GoPro an, scheiße, die muss ja auch noch irgendwo hin. Ach, wo ist der Ärmel? Ich kann den Ärmel nicht finden. Oh ne, jetzt ist hier irgendwas kaputt. Oh, so ein Ärger. Es hört auf, Leute. Ich flippe aus. Jetzt fahren wir in die Sonne, pass auf. Da müssen wir die Dinger schnell wieder ausziehen, damit wir... jetzt läuft was ein, langsam. Damit wir wieder Luft trocknen. Vielen Dank und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, servus. Ja, ist die Frage, wollten wir das Video so enden lassen? Nein. Wir sind natürlich noch, noch ein bisschen ausgeharrt bis bei die Bushaltestelle. Dann hat es ein bisschen aufgehört und dann haben wir den Heimweg eingegeben. Ja. Weil wir wollten auch noch mal einkaufen fahren und das Wetter, keine Ahnung. Das ist auf einmal hier aufgetaucht, da aufgetaucht und hier aufgetaucht. Aber ja, wir sind noch viel trocken gefahren, waren aber nicht mehr trocken. Dieser überhastete, wir ziehen uns mal eben schnell die Pellen über, das war keine gute Idee. Ich würde sagen, wir wären besser durchgefahren und hätten direkt einfach eine Bushaltestelle oder so irgendwas angefahren. Aber nun ja, das nächste Mal dann. Weil wir ja, dann so ein bisschen Zeit hatten, will ich mal sagen, dann sind wir noch an SB, an so einen Waschbox gefahren, haben den Mopeds noch ein bisschen sauber gemacht, Fotos gemacht, ist klar. Dann, was haben wir noch gemacht? Dann sind wir zurück am Supermarkt vorbei. Dann sind wir hier in Wernigerode bei unserem, hier gibt es ja verschiedene Bahnhofstellen für die Schmalspurbahn. Da haben wir uns hier eine mal ein bisschen angeguckt und mal ein bisschen spazieren gegangen. Ne? Wir gucken uns noch so ein ganz klein bisschen den ansässigen Bahnhof hier an. Der Schmalspurbahn. Ja. Da oben, hinter dem Baum, da ist der Brock. Ja. Thank you. Das stimmt, ich hab's fotografiert. Und viel mehr war da nicht. Da war noch ein Bierchen trinken. Und das war es schon so ein bisschen gewesen. Blaue Finger, von blauen Fingern kann ich berichten. Habe ich bisher auch immer nur von gehört, selber nie gehabt, dass man da mit dem Leder ja, Handverfärbungen bekommt. Aber ja, das ist so. Ja, das ist so. Was gibt es denn sonst noch so zu sagen? War halt sehr durchwachsen, will ich mal sagen. Der ganze Tag war ein bisschen... Ach, ich weiß nicht, der hat schon jetzt so ganz so angefangen, wie ich mir den ausgemalt hatte. Er hat nicht so geendet, wie ich mir den ausgemalt hatte. Aber war doch irgendwie cool, weiß ich nicht. Ey. Und morgen haben wir das Problem, dass es noch schlimmer sein soll. Also eigentlich permanenter Regen. Deswegen sind wir momentan da total uns uneins, ob wir uns jetzt hier irgendwo Regenschirme kaufen und verbringen eine Stadt in einen Tag in Wernigerode. Keine Ahnung, ist ja irgendwo noch ein... Flugzeugmuseum, so irgendwas, ja. Luftfahrtmuseum, wir haben keinen Schimmer und ich würde sagen, lasst euch überraschen, wir selber werden das auch tun müssen. Hier, hat mich sehr gefreut, danke fürs dabei gewesen sein, gerne einen Daumen nach oben, wenn es gefallen hat, gerne abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Ohne Handschuhe, T-Shirt und macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.